Das Williams-Team hat am Montagnachmittag ihre neue Livery für die 2024er Season gelauncht und wir werden uns die mal genauer angucken. Jetzt gucken wir uns noch einmal drauf. Hier haben wir also den neuen Williams von der Zuckerseite, würde ich mal sagen. Sehr, sehr gut. Auffallen tut natürlich einmal auf jeden Fall dieses Komatsu und den kennen wir doch, diesen Sponsor. Denn von der Vorderseite, auch dieses Jahr ist wieder Gulf ihr Titelsponsor. Man hat wieder viele Gulf-Elemente, doch leider nicht, wie ich mir das eigentlich schon vergangenes Jahr gewünscht hätte. Ein bisschen mehr Orangen, ein bisschen mehr Verspieltheit, wie auch damals bei McLaren, hat leider nicht ganz funktioniert. Was soll ich sagen, von der Seite sieht es ziemlich gut aus. Und da habe ich auch eine spezielle Information, denn es ist aus dem Historischen sogar dieses Design. Und wie ich nachgelesen habe, handelt es sich bei diesem Design um historische und moderne Designs vereint. Sprich also, wir haben beim FW46 das bekannte Williams Navy Blau wird mit einem dunkleren Blauton verschmolzen und mit dem Bohrmaschinenhersteller Komatsu kehrt ein Sponsor aus den 90er Jahren zurück ins Portfolio. Und ja, es ist also auch eine Anspielung mit diesen dunkleren Blautönen an eine natürlich erfolgreichere Zeit, wie damals mit Nigel Mansell, mit Damon Hill. Das waren halt damals alles richtige Helden. Und ich würde mal auch sagen, dass man sich vielleicht auch teilweise diese Zeit wieder zurückwünscht. Aber natürlich gehen wir weiter auf Bildungskohlen. Natürlich gehen wir mal weiter. Wir sehen uns auch die Bilder von hinten an. Alles wirkt mal ziemlich gut. Und dann kommt natürlich die Rennanzüge. Unfassbar schön und da ist wirklich weniger ist mehr. Denn die weißen Rennanzüge sind meiner Meinung nach top. Diese schwarz-blauen, keine Ahnung, dieses dunkelblau an den Seiten einfach nur genial. Also man hat sich da wirklich Mühe gegeben. Auch Logan hat gesagt, er hat härter trainiert als jemals zuvor und er fühlt sich genau so bereit wie auch niemals zuvor. Und ich traue das auch dem Amerikaner zu, dass der da tatsächlich diese Season alles besser machen wird. Und natürlich auch darf eines nicht fehlen, die Vergleichsbilder. Wenn ich mir dann natürlich im direkten Vergleich das mit dem 24er und 23er Auto angucke, fällt mir eines auf, es ist mal ein anderes Design, natürlich mit dem dunklen Helm, aber natürlich auch leider hat man nicht das neue Auto gezeigt, sondern nur ein Showcar mit der entsprechenden neuen Livery. Hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, aber ehrlich gesagt gefällt mir die neue wesentlich besser. Aber natürlich hoffe ich auch, dass die Williams-Jungs endlich mal ein bisschen Dampf bekommen haben. Man hat ein paar Umstrukturierungen gemacht und ich hoffe wirklich für sie inständig, dass die diese Season da sein werden. Von der Seitenansicht merkt man das neue Design auf jeden Fall viel besser. Letztes Jahr war es ein Wirrwarr aus und diese Season schaut es wirklich top aus. Man hat nicht die stärksten Farben ausgewählt, doch Blau ist die DNA von Williams und Blau passt halt auch einfach zu den Jungs. Und ja, es ist einfach auch geschichtstechnisch mit dem Camel Williams damals, wenn ich ihn so nennen darf, dieser gelb-dunkelblaue, der ja alles wegkrasiert hat. Und ja, auch mit dem von Villeneuve. Und von der Vorderansicht schaut dieser neu auf jeden Fall wilder aus. Diese Nase, die Zahl ist ein bisschen weiter oben. Aber es schaut auch mit diesen dunkleren Farben viel besser aus. Gulf sticht noch mehr raus. Und da muss ich echt sagen, ich gebe dem ganzen Auto auf jeden Fall eine solide, wirklich solide 7,5 von 10 Punkten. Das ist schon mal sehr stark. Und dann haben wir auch noch die Helme der beiden Fahrer. Natürlich Logan mit der amerikanischen Flagge, darf nicht fehlen. Und die amerikanische Flagge, sonst eher mittel gehalten. Und Pink, dunkelblau von Albon, der ja auch in letzter Zeit echt in den Schlagzeilen stand. Und nicht wegen des Williams-Launches, sondern weil es angeblich schon eine Einigung zwischen ihm und Red Bull gibt. Da will ich jetzt aber nicht stärker darauf eingehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auf TikTok vorbeischauen. Und ja, sonst
war das halt auch eigentlich ein sehr gelungener Big Launch. Hat mir auch gut gefallen, dass man Will Paxton mit reingeholt hat, der ja sehr renommierte Formel-1-Journalist. Und wie gefällt euch der neue Williams? Wir werden natürlich auch morgen auf den Steak F1 gucken und ich wünsche mir so stark, dass er neongrün werden wird. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gerne eine Meinung da und schaut auch gern auf Instagram und auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal.